Ja, hallo Camperfreunde. Wieder mal ein Solifair Polar. Heute haben wir den 740 QDB. Wofür steht das? Könnt ihr euch denken, Queen's Bed, Double Bed. In dem Fall haben wir kein Emotion Sonderpaket, sondern den normalen 740er. Und der wesentliche Unterschied ist der, dass dieses All-Inclusive Paket etwas abgespeckt ist. Das Fahrzeug, in dem ich jetzt hier gerade sitze, ist vom grundsätzlichen Layout vorne rum dasselbe wie der beim letzten Video. Wir haben allerdings hier keine Solarzelle auf dem Dach und auch keinen Fernseher vormontiert. Aber der hat immer noch den Fahrradheckträger und aber auch die Markise an der Seite. So, jetzt gehen wir außen rum. Bleibt gespannt. Vielleicht lasst ihr schon mal ein Abo da, würde mich super freuen. Und jetzt rolling the intro. Bis später. Bye. So, ihr Lieben, da ist er, der Solifair Emotion 740 QDB. In dem Falle haben wir hier ein Fahrzeug ohne das Assistenzpaket oder nur limitiert. Das erkennt man immer schön daran, dass der oben am Spiegel keine Kameras hat. Im Gegensatz zu dem Fahrzeug daneben, das zeige ich euch mal gerade im Unterschied. Daran erkennt man, dass er Fahrassistenzsysteme hat. Also Lane Assist, Notbremsassistent und solche Dinge. So, jetzt gehen wir einmal hier außen rum. Ihr seht die Thule Omnistore oben drüber. Die Garage ist eine ganze Ecke kleiner, das ist dem Queensbed geschuldet. Fahrradträger hinten drauf. Kamera natürlich oben verbaut. Das sehen wir schon. Schönes Heck. Und auch dieses Fahrzeug kommt natürlich zwar in Frankreich gebaut, aber es ist für den skandinavischen Markt bestimmt und insofern auch entsprechend höher isoliert. Ihr seht schon hier die Garage. Ich mache sie gerade mal auf. So, schauen wir mal hinein. Die ist natürlich genauso breit, genauso tief, aber eben nicht ganz so hoch, weil hier oben drüber das Queensbed liegt. So, dann haben wir hier Strom, Heizungsausströmer, LED-Licht, Verzurösen, das übliche Paket. Und guck mal, hier haben wir sogar noch ein bisschen Restboden zum Einlegen, Teppiche, das gehört alles dazu. So, dann haben wir auf der Seite hier von außen zugänglich den Gaskasten. Dann hier oben Strom, Truma, das übliche halt. Kurze Info am Rande. So, also 7,45 Meter lang, 2,93 Meter hoch und 2,30 Meter breit. Zulässiges Gesamtgewicht 4250. Also Heavy Fahrgestell, das sieht man auch an den Lichtern an der Seite, da unten die Positionsleuchten. Und das Ganze hier in der Ausstattung für 81.745 Euro. Bei Interesse wendet ihr euch über diesen Barcode an Müller Motors. Verlinke ich euch aber unten auch nochmal. Und jetzt gehen wir bei dem garstigen Wetter ins Auto rein. Das ist ein bisschen gemütlicher. Ihr seht, die Winterabdeckung von den Kühlschränken ist auch dabei. Kostet ja auch schon mal gerne ein paar Euro. So, und hier sind wir wieder im vertrauten Umfeld des Solifair Polar 740. Heute haben wir mal hier vorne ein großes ID Media Android Entertainment System, 9-Gang-Automatik, Multifunktionslenkrad. Ja, Jalousie ist vorne drin, an den Seiten auch. Dann haben wir natürlich, ich schwenke mal gerade von hinten nach vorne durch, Hubbett. Das kennen wir aus der Special Edition. Das ist schön gelöst. Die Schränke sind natürlich exakt dasselbe. So, ich fahre einen Ticken hoch, damit ihr besser in die Schränke gucken könnt. Und mittlerweile weiß ich, wo ich drücken muss. Also hier haben wir schon mal noch mal ordentlich Platz, dafür, dass dein Hubbett drunter ist. Oder drüber ist, finde ich das mega. So, auf der anderen Seite auch noch mal zwei
Einmal hier, gleiche Tiefe, schön gelöst. Die Lüftungssensoren hier oben, das ist mit Sicherheit von der Heizung kommt. So, und dann haben wir hier nochmal ein Fach. Da sehen wir die Schiene vom Hubbett. Ja, so, dann wie immer gerne hervorzuheben, Feuerlöscher. Finde ich immer gut. So, dann haben wir dieses schöne, ja, Emotion Leder, sage ich immer, mit dem schönen Kontrastnaht. Auf der Seite dann im Eingangsbereich Lichtschalter, Trittstufe und der ID-Switch. Zack, da haben wir schon mal ein bisschen Kontrolle. Und da ist auch ein Temperatursensor hier, damit wir den sehen. So, dann haben wir hier gegenüber direkt, machen wir da weiter, Kühlschrank. Den Tower kennen wir auch schon aus dem letzten Video. Schönes, großes Tiefkühlfach. Schöner, großer Kühlschrank. Mit meinem Lieblingsding, 1,5 Liter. Wunderbar. So, damit haben wir den abgearbeitet. Jetzt gehen wir hier unten hin. Schublade unterm Kühlschrank. Und hier ist auch der Frostwächter irgendwo versteckt. So. Und oben drüber würde normalerweise bei den Special Edition der Fernseher montiert sein. Hier ist jetzt nur die Truma Einheit Kontrolle und die Hubbett Kontrolle. Und hier ist nochmal Kabellage, Vorrüstung, Fernseher etc. Ich mache jetzt mal gerade. Schauen wir mal, ob das hier an ist. Ja, genau andersrum. Und jetzt seht ihr schon, das Licht ist ausgegangen. Ich fahre das Bett mal gerade runter. Ja, schön gelöst, schön leise auch und schnell geht das. Hier oben nochmal Leselichter. Sehr schön. Mitgedacht. Und jetzt fahren wir es hoch. Und jetzt erkennt ihr gleich, wenn ihr die Endposition erreicht habt, gehen wieder die Leseleuchten an. Und da sind wir. Lichter an. Sehr schön. Cool. Drehen wir uns um, machen die Küche. Hier haben wir schöne große Spüle, schöner Wasserhahn, Gewürzregal, Dunstabzug, sehr schick. Nochmal Küchenstauraum und zwar auch viel Platz, auch nach oben nochmal richtig Stauraum. Dann haben wir hier den zweiflammigen Kocher. Ja, mit Piezozündung natürlich. Das Klacken eben habt ihr gehört, das war der Softclose und der Klacke oben. Einmal 12 Volt, zweimal USB und dahinter ist nochmal 230 Volt für Küchengeräte, Kaffeemaschine und ähnliches. Der schöne Spritzschutz, das ist, wenn ich das richtig sehe, Acryl. Ja, und sehr schön gelöst. So, hier drunter haben wir einen Backofen. Auch nicht ganz normal. Das ist ja also hier schön, kann man mal abends eine Pizza machen, Brot backen, wenn man draußen eben nichts mit Omnia oder wie heißt da noch der gusseiserner Topf, fällt mir gleich wieder ein, Dutch Oven, genau. So, dann machen wir den mal zu. Wunderbar, zieht sich zu, fantastisch. Hier haben wir Besteckkasten und die Absperrhähne und Softgloves, klar. Das Trennsystem kennen wir schon mit nochmal Stauraum für Flaschen und so weiter. So, Blick nach hinten. 1,50 Meter breit, knapp 2 Meter lang. Queens Doppelbett. Durch die abgerundeten Ecken kommt man halt nach hinten durch und im Gegensatz zu vielen anderen Reisemobilenherstellern muss ich hier nicht das Bett nochmal wegschieben. Es raschelt jetzt, weil ich in der Folie bin, sondern man kommt hier tatsächlich selbst in meiner leichten Wampe hier durch. Schöner Platz, schönes Kopfteil, Lautsprecher, Leseleuchten, wirklich toll gemacht. So.
Kleiderschrank links bzw. in Fahrtrichtung Beifahrerseite. So. Dann hier ist zweimal USB, Steckdose, Lichtschalter, Warmluftausströmer. Gehen wir einmal gerade wieder zurück. Rascheln wir uns auf die andere Seite und machen den mal auf. Der ist ein bisschen schmaler, aber entsprechend auch mit Kleiderstange oben. Wunderbar, da sehen wir es. Und jetzt zeige ich euch noch die beiden Schränke am Kopfteil. Auch sehr groß, da geht auch einiges an Wäsche rein. Schön gelöst und natürlich Soft Close. So, dann haben wir hier auf der Seite eine Schiebetür, damit wir den Badezimmerbereich komplett vom Schlafbereich trennen können. Hier nochmal Doppellichtschalter. Und jetzt bin ich wieder vorne vorm Bett. Und jetzt machen wir einmal hier hoch. Tata, und hier haben wir nochmal richtig Garage, also Stauraum. Das heißt, wir haben hier ein Riesenfach, wo Wäsche rein kann. Hier vorne nochmal Fächer 1, 2 und ihr seht schon, hier vorne sind zusätzlich nochmal zwei Schubladen. Einmal, zweimal für sie und für ihn sozusagen. Mal gucken, wie viel er hier tatsächlich hinterher einen Stauraum hat. Der war jetzt gemein, ich weiß. Entschuldigung für die Damen, die es gucken. So, natürlich Heck hier oben drüber, damit man auch schöne frische Luft hat. LED-Dachleuchte ist schön gemacht. Schöne Vorhänge. Ja, farblich passt das sehr gut. Das ist halt nordisches Design, ne? Das muss man mögen oder eben nicht. So, auch da in der Dusche natürlich ein Heki. Hier ist die Duscharmatur runter, schönes Holzbrettchen. Da ist der Radkasten hinter, klar, anders geht es halt nicht, aber es ist gut gemacht. Also ich kann hier bequem drin stehen mit meinen 1,87 Meter und werde trotzdem ordentlich abgeduscht. So, dann machen wir gegenüber die Tür auf, schwuppdiwupp. Dann können wir den Bereich nach vorne natürlich zumachen und haben hier unsere Dometic-Toilette, Drehteller und entsprechend hier natürlich dann nochmal Stauraum. Machen den gerade auf. Das kennen wir schon aus dem anderen Solifair. Ordentlich Platz hinter. Hier ist, hallo, schöne Grüße an Andrew. Und hier auch nochmal Stauraum hier unten drunter. Ich finde das Waschbecken sehr gelungen, muss ich wirklich sagen. Ich ziehe euch das mal ins Bild. Das ist zwar Kunststoff, aber es wirkt schön, muss ich sagen. Hier übrigens in der Ecke nochmal Strom. Und hier oben, jetzt fahren wir nochmal wieder hoch, zwei Handtuchhaken. Und natürlich auf der Rückseite der Tür auch nochmal ein Hänger, sodass ich hier auch was zum Aufhängen habe. So, und jetzt mache ich die Tür mal zu. Ja, und natürlich, wo ihr was vergessen, für die Toilette natürlich auch mal ein Heki. Was den Dachraum oben ja ein bisschen einschränkt, weil wir hier sofort zwei Bäder-Hekis plus die große über der Küche und vorne nochmal eins. Das heißt, wir haben den Platz für Solar im Grunde genommen zwischen dem Heki über der Küche und dem vorderen, was vollkommen ausreichend ist, um da zwei Folien aufzukleben oder zwei Paneele festzuschrauben, je nachdem, was man möchte, ob man flexibel will oder entsprechend feste bevorzugt. So, machen wir das gerade zu. Das ist eine vernünftige Schiebetür und damit habe ich meine Nasszelle komplett vom Bad getrennt oder halt kann abends schon mal schlafen gehen. Tür zu. Und trotzdem kann man auch das Bad in die Toilette nutzen, wenn man vorne noch ein bisschen länger sitzt und der Partner schon schläft. Das finde ich schön gemacht und ja, das sind so kleine Details. Auch hier, das ist eine massive Aluleiste, ja, also das trägt bei, dass es stabil ist.
Hier neben dem Heki gut versteckt ist nochmal eine Trockenstange, die ich runterklappen kann. Also das sind so die kleinen Details, wo ich echt sagen muss, gut mitgedacht, liebe Leute von Solifair. Das macht Spaß mit euch. Das ist immer so eine kleine Ecke weitergedacht. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Es gibt jede Menge Zuschauer ohne Abo. Ändert das doch bitte. Ich würde mich echt freuen. Lasst ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und seid gespannt auf das nächste Video. Ich zeige auch heute noch, beziehungsweise das wird dann irgendwie nächste Woche veröffentlicht, noch eine Offroad-Kabine, die auf dem Pickup geschraubt werden kann. Und das ist auch ein spannendes Teil für die Leute, die halt mit dem Pickup und im Wald oder sonst wo unterwegs sind. Und ein bisschen, ja, spartanischer reisen als mit so einem wunderschönen Reisemobil wie hier. Habt einen wunderschönen Tag, haltet durch, lange dauert es nicht mehr. Und dann können wir alle wieder reisen und sehen uns dann auf dem Campingplatz oder im August in Düsseldorf auf dem Caravansalon. Bis dahin, macht es gut, bye bye.